Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Greenhead. So, heute ist ein anderer Tag als gestern. Aha, ich habe gestern nämlich schon eine Folge aufgenommen gehabt, aber die Zeit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich konnte leider nicht so viel aufnehmen, wie ich ursprünglich wollte. Und ja, Pech, ne? Das heißt, wir machen heute mehr. Juhu! Oder weiter, besser gesagt. Ich kann nicht versprechen, wie viele Folgen es werden, aber wir geben uns Mühe. So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte endlich mal unser Häusl da fertig machen, oder? So, hier schaut es irgendwie doof aus, oder? Fällt mir auch gerade jetzt erst auf. Egal. So wie es ausschaut, sind diese Ureinwohner weg. Oh, ich bin müde, das habe ich auch vergessen. Da habe ich gerade, ich bin erschossen worden. Alter, so viel dazu, sie sind weg, ne? Habe ich mir gerade gedacht. Na, passt schon, wir sind müde. Das habe ich wieder mal erfolgreich vergessen. Habe ich was auf dem Grill? Tatsächlich, Mäusefleisch verbrannt, das ist wunderbar. Nom, das ist für die geistige Gesundheit nicht so gut, aber egal, futtern wir das weg. Oh. Ja, geistige Gesundheit ist wirklich unterm Arsch, unterm Hund. Was er mit der Frucht machen können, ich habe keine Ahnung. Die ist irgendwie komplett. Yo, get back. Get back. Ja, unsere geistige Gesundheit ist unterm Hund. Wir werden jetzt ein bisschen beim Feuer bleiben, glaube ich. Und dann werden wir schlafen gehen. Würde ich sagen. Ein Wurm haben wir auch. Okay, wartet, das haben wir gleich. Da ist er. Achso, der Wurm. Wow, wie ist denn das schnell gegangen mit dem Wurm? Warte mal, wie ging das schnell? Musste man da mit dem Messer ran? Ich glaube, ne? Na, warte, was war... mit dem Messer die Hand aufgeschlitzt. Husch. Warte, wie war das schnell? Warte kurz. Wie war das schnell? Wenn man krank ist. So. Ja, ja, ist schon gut. Wir haben ein Würmchen. Wo ist er denn? Pilz, Pilz, Frucht. Warte. Hä? Das ist eine Blume, soll das sein? Ups. Unbekannte Frucht. Okay. Kohlenhydrate, Frucht. Na, warte. Wo war? Ah, hier war das. Hoppala. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich schaue natürlich bei die Kräuter, ich bin ganz schlau. Kratzer, Wunde, Egel, Fieber, Lebensmittelvergiftung, Parasiten, Wurm. Wurm mit dem Knochen oder Fischnadel. Ah, genau. Ist schmerzhaft und so weiter. Okay, die Fischnadel, so war das, genau. Wo hatten wir jetzt die? Die war hier drin, oder? Genau, da haben wir sie. Okay, also. Ja, ja, ist schon fein. So, einmal die Nadel. So. Und jetzt dann müssen wir sie, glaube ich, verbinden, oder? So. Müde sind wir auch, genau beim Feuer eingepennt. Jetzt sind die Haare schön dunkel und kross. Jo. Du bist ein Versager. Oh, 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 oh. Wir haben schon wieder irgendwas. Warum haben wir schon wieder was? Wahrscheinlich Blutegel. Oh, die Wunde. Was ist da? Oh! Hat das mit dem Verband... Das hat nicht mehr hingehauen, ne? Weil wir vorher zusammengebrochen sind. Aber jetzt, oder? Ja, das schaut gut aus. Okidoki. So. Jetzt gehen wir mal schlafen, würde ich sagen. Warte, wie schauen wir gesundheitlich aus? Ein bisschen was trinken können wir noch vorher. So, dann gehen wir mal flott schlafen. So, gutes Nächtle. Und dann müssen wir wieder schauen, dass wir was Gescheites zum Essen kriegen. Beziehungsweise bauen, bauen, bauen und noch mehr bauen. So, ich glaube, das passt so mit knapp, also mit drei Viertel sieben. Ja, ich glaube, das ist okay. Fisch. Sind unsere Freunde hier? Nein, das trifft sich hervorragend. Ist hier wieder. Ja, wir haben schon so viel Dingens, Kohle und so weiter. Ich bräuchte echt mal so eine Art Beutel oder so, dass wir, du musst das nicht erstechen, wirklich nicht. Was wollte ich jetzt sagen?
ein Beutel, wo wir unsere Sachen mal reintun könnten. So Kohle und so ein Klump, ne? Also ich sag, das Essen wäre gescheiter. Mahlzeit. So, zwei lassen wir übrig. Ah, Parasiten hatten wir, echt? Ach nein, das ist nur die Wirkung, ne? Ja, passt schon. So, wir haben irgendwann mal Bäumchen gefällt. Bilde ich mir ein. Das bedeutet für uns, ich bin überladen. Und dass wir hier irgendwo lange Äste haben müssten. Müssten. Irgendwo. Oh, davon sehe ich auch Kräuter. Das wäre auch mal fest. Ja, da haben wir schon mal den ersten. Dann müsste es noch wo eingeben. Alter, wir können nicht mehr gescheit gehen, weil... Wegen überladen, glaube ich, ne? Gibt es hier nicht noch irgendwo so einen großen... So einen langen, großen Stock? Ich habe nämlich auch überhaupt keine Ahnung, wo das hingefallen ist. Alter, das ist voll. Warte mal. Ich stelle kurz was her. Wenn es möglich ist, wenn es uns was hilft. Falsche Stecken. Den kleinen will ich haben. Geht ja. So. Da. Da machen wir noch schnell noch einen. So. So. Und so. So. Muss mal kurz schauen. Okay, das Mikro passt. Puh, jetzt habe ich schon gedacht gehabt, dass das nicht klappt. Was? Aha. Warte mal. Kann man die Steinchen... Ich glaube, so kann man sie besser platzieren, oder? Jetzt müsste er Platz haben. Nee, hat er nicht. Er ist ein Stein, er hat keinen Platz. Geht da unten noch was? Tatsächlich, hier. So. So. Es ist mir sowieso ein Rätsel, warum die Pfeile hier so komisch liegen. Ganz ehrlich gesagt. Hat da noch was Platz? Hat hier noch was Platz? Nicht so wirklich, ne? Ach komm. Kohle. Ach, hier ist noch eine Kohle. So. Da ist auch noch eine. Geht's jetzt was aus? Ich habe immer das Gefühl, da unten rennt was vorbei. Bilde ich mir das ein? Wahrscheinlich. Alter. So. Geht's jetzt was aus? Ah, jetzt. Na, endlich. Ich dachte schon, das wird heute nichts mehr. So. Herstellen. So. Das passt jetzt, glaube ich, mal fürs Erste. Alter, ist so voll, ne? So. Aufheben. Tatsächlich, da wäre ein Viech gewesen. Okay. Ich habe jetzt gedacht, hä? So. Die nehmen wir auch mit. Wir sind schon wieder voll. Ich muss zu Hause echt mal ein paar Sachen wegschmeißen. Ich versuche immer noch, diesen langen Stab zu finden, also Stecken zu finden. Den Stock hier, da. Den einen haben wir eh. Ja, ja. Das war ein Gürteltier, glaube ich. Bist du jetzt einer? Ich glaube, das ist so ein langer Bredel, ne? Ja, perfekt. Noch einer? Na, kleiner. Wir sind komplett überladen. Mit dem Sprint geht auch nicht viel besser. Da kann er nur ein bisschen schneller gehen. Das ist hervorragend. Ich werde jetzt mal, wenn wir zu Hause sind, die Steine mal ein bisschen wegschmeißen. Oh je, ist dann... Ich glaube, da sitzt ein Ureinwohner. Ich glaube, da sitzen welche. Ja, ja. Wunderbar. Super. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir uns eine andere Bleibe suchen. Oder bauen, besser gesagt. Yes. Aber wo?
Also zumindest zum Schlafen halt, ne? Dass wir mal quasi uns ausruhen können. Ein bisschen abseits. Ja, ja. Wir kommen halt rasend schnell voran auch. Ach, das ist wieder ärgerlich. Aber ich wollte mir sowieso mal ein Plätzchen außerhalb suchen, ne? Ich glaube, da hinten können wir da vielleicht. Wenn hier nicht zufällig Schlangen wohnen, glaube ich, können wir uns hier mal ein bisschen abseits was aufbauen. So, schauen wir das mal hin. So, dann bauen wir uns halt hier auf den Unterschlupf. Ach Gottchen. So, bauen Häuschen, kleiner Unterstand. Jetzt gesagt, so nach Möglichkeit. Aber das geht hier scheinbar überhaupt nicht. Wegen schlechten Baugrund. Ich wollte nämlich so schön hier in den Felsen rein, ne? Und nach Möglichkeit mit dem Dach so in die Richtung, damit wir quasi auch eine Versteckfunktion hätten. Vielleicht muss ich hier aber auch alles erst zusammenschlagen, damit es gut geht. Das könnte auch sein. Dann wären wir... Hä? Ach so, hier. Dachte ich schon, wo sind meine Sachen hin? Puh. Okay, hauen wir mal da was weg. Go away. Was? Hör auf, er wird schon wahnsinnig. So. Weg mit dem. Was? So, geht jetzt was zum Bauen? La-di-da-da-da. Niemals! Okay. Das ist kein guter Platz. Nix gut. Das ist für uns eigentlich auch nicht gut. Haben wir was zum Essen? Ich glaube nicht, ne? Okay, ein Dings hätten wir noch. Ah, da haben wir alles kaputt. Das heißt, wir werden sammeln. Hier auch sammeln. Da auch sammeln. Weil ich wollte nur so einen kleinen Unterstand eigentlich bauen. Wobei da unten zwischen der Felswand wäre auch cool. Ich muss nur vorsichtig sein, dass es hier keine Schlangen gibt. Hier so dazwischen, ne? Das wäre auch cool. Ah, sehr gut. Es hat einmal aufgehört zu regnen. Aber streng gesehen, hier könnte man... Was ist denn? Alter. Ja, ich bin dabei sehr langsam, ja. Hier habe ich gedacht, ne? Das müsste hier auch super funktionieren. Schauen wir mal, ob wir hier bauen können. Mann, ich bin zu überladen. Ich werde, glaube ich, gleich was wegschmeißen müssen. Oh, hoppala. Ja, ja, ist ja schon gut. Mann, Mann, Mann. Diese Stressbustel hier. Geht da überhaupt nirgendwo was? Muss man sich da wirklich immer zuerst was freikloppen? Ich werde mir hier wenigstens mal ein kleines Lagerfeuerchen hinbauen. Ja, ja, ist schon gut. Buch bitte, nicht herstellen. Buch. So. Lagerfeuerchen, ein kleines wenigstens, ne? Geht auch nicht. Man kann hier überhaupt generell nicht bauen. Echt jetzt? Mitten im Wald kann man kein Feuer legen. Hier wird's gehen. Ja, sagen wir mal da, ne? So. Zack, 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 zack. So, dass wenigstens unsere geistige Gesundheit ein bisschen wieder besser wird. Wir benützen. Und benützen. Hä? Ah, er ist müde. Ja, ja, der wird gleich zusammenbrechen. Ja, gehört sich das. Genau. So muss das sein. So. Mann, ey, ist das mühselig. Darf ich jetzt bitte? So, bitte. Also benutzen. Benutzen. So. Ich hoffe, dass wir keinen Waldbrand auslösen.
Wieso geht denn das nicht? Was ist los mit dir? Mach Feuer! Shit! Ist er, jetzt kann er gar nichts mehr. Achso, wir sind... Warte mal. Was haben wir denn schon für Probleme? Da ein Haufen Blutegel. Geh weg. Hackst du noch irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Nein. Mann, ey, ist das mühselig. So. Geht's jetzt? Ah, es regnet eh schon wieder. Das ist echt nervig. Das muss man echt sagen. Na, wir werden nicht sterben, hoffe ich mal. Da hinten sehe ich was zum Essen. Eigentlich sollten wir den trocknen, aber wir essen den jetzt mal. So. Was? Von dem kriegt man Lebensmittelvergiftung? Seit wann? Den konnte man doch immer essen. Erstmal halt Kohle, Mahlzeit. Alter! Das ist jetzt schon ein bisschen lästig. Kratzer und Schürfwunden. Das ist jetzt echt schon ein bisschen lästig. Hat das, was ist jetzt passiert? Hä? Ich komm grad nicht mit. Jetzt komme ich gerade echt nicht mit. Was ist denn jetzt bitte passiert? Da komme ich jetzt gerade nicht mit. Was denn los hier? Alter. Was soll denn das? Hat uns jetzt ein Wildschwein wahrscheinlich umgerannt oder was? So. Wir essen mal die Maden, trotz der Tatsache, dass wir. Zack. Dass wir geistige Gesundheit verlieren. Wir sammeln das jetzt auch mal und futtern mal eine Kokosnuss weg. So, Mahlzeit. Und Mahlzeit. Hä? Hat er die gegessen, von der kriege ich jetzt keine. Keine Lebensmittelvergiftung. Parasiten minus 2? Muss ich das jetzt verstehen? Was mich auch interessieren würde, kann man aus denen was herstellen? Nö. Das ist echt nur zum Wasser sammeln. Dieses Spiel, ne? Das ist manchmal ein wenig verwirrend. So. Ich bin da schon leicht verwirrt. Ich habe aber auch keine Ahnung, was man mit dem herstellen könnte. Steht herstellen. Aber ich weiß nie, was man damit machen kann. Vor allem, da steht nichts, ne? Na gut, tun wir mal was für unsere Gesundheit, für unsere geistige. Nehmen. Ja, das verbrannte Essen jetzt mal. Auch wenn es für die geistige Gesundheit nicht super ist. So, jetzt bleiben wir ein bisschen beim Feuer. In der Hoffnung, dass... Oh, wir müssen schlafen, stimmt. Nichts beim Feuer, wir gehen pennen. So. Und hoffen, dass diese Ureinwohner da uns in Ruhe lassen. Wir gehen auch gleich nochmal pennen. Nach Möglichkeit. So. So wieder bis 6 Uhr, würde ich sagen. So, ja.
Knapp 7. So. Dann trinke ich mal wieder was. Das ist echt komisch. Das ist wirklich komisch. Was man mit dieser Asche machen kann, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. So. Bauen. So. Dackel, 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 dack. Jetzt wird man Zweige brauchen. Haben wir hier noch ein Zweiglein? So, nein. Dann werden wir vielleicht das hier nehmen. Nehmen wir 3. Ich habe die Hoffnung, wenn wir hier Feuer machen, dass die Ureinwohner hier uns in Ruhe lassen. Wir brauchen noch 4 insgesamt, ne? Noch 4 Steckerl. Ach du liebe Zeit. So, 3 nehmen. Und einen nehmen. So, das müsste passen. Natürlich sind wir überladen. Ich sollte vielleicht auch mal die Steine, die wir hier so haben, mal vielleicht rausschmeißen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll. Passt. So, dann machen wir wieder Feuerchen. Benützen. Gut, jetzt hat es hinbekommen. Hervorragend, gratuliere. So, jetzt haben wir hier wieder ein schönes Feuerchen, aber nichts zu essen. Ja. Deshalb bin ich gewillt, hier mal ein paar Pilze zu essen. Nom nom nom. Nom nom nom. Da schwimmen Fische. Da schwimmen Fischis. Oh la la. Halt, was ist da? Ein Stein. Den brauchen wir nicht. Fischi, Fischi, Fisch. Fischi, Fischi, Fisch. Fast. Alter, die sind zu schnell. Alter. Das ist hier unfair. Das ist echt unfair. Kannst du keinen Fisch fangen, wenn die immer wegschwimmen, bevor man sie treffen kann? Das ist mega unfair. Sind sie vielleicht gar nicht gedacht, dass man sie fangen kann? Das ist echt nicht nett. Vielleicht sind sie wirklich nicht gedacht, dass man sie fangen kann. Aber ich mach's mit der falschen Ding. Glaube ich aber nicht, oder? Dafür schon der gedacht. Der Speer, oder? Weil es gibt ja dieses Speerfischen. Ihr seht ja, ne? Immer wenn ich drauf drück, schwimmen die Teilchen weg. Ich will einen Fisch haben. Jetzt ist das klar. Ich will einen Fisch. Ja, ja, mein. Genau. Das geht ja. Einfach drauf wild herumstochern. Irgendein Fisch wird schon mal stehen bleiben. Jawohl. Einen machen wir noch. Platschi, platsch, platsch, platschi, platsch, platsch. Oh, wir sind müde. Kurzes Päuschen. So. Fisch. Haben wir schon
was? Na, oder? Da ist er müde. Okay, zwei müssen reichen. Wie schaut's denn aus? Haben wir Blutegel? Am Beinchen? Nein? Nein, glaub nicht. Schaut gut aus. Gut, dann würde ich mal sagen. Wow. Keine Ureinwohner da. Keine Knochenkrieger, das ist gut. Das heißt, wir gehen Fische braten. So, Fische, Fische, Fisch. So, einmal Diskusfisch trocknen. Tun wir einen trocknen und einen braten. Huch, wo ist das Fische hin? Fische! Ich habe mich gerade vertan. Yay, yay. So, was haben wir da? Das schaut mir aus wie eine Kokosnuss. Da hinten wäre eine Krabbe. Da ist noch eine Krabbe. Leise, leise. Ich tut ja nichts. Ich habe nur einen Speer in der Hand, mehr nicht. Es wäre halt auch mega cool, wenn es da einen Farben oder so geben würde. Das wäre halt richtig, richtig cool. Richtig cool. Ich sollte mich vielleicht nicht zu weit weg... Ja. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist schon wieder so ein Kerl. Ich muss so gut es geht auf unser Lager hier aufpassen. Damit die Deppen sich nicht wieder... ungebeten hinsetzen. Ich wollte das Blatt nicht. Ich will die Nuss. Und die Kokosnuss. So. Ich bin auch gespannt, wann es uns möglich sein wird, die Knochenkrieger besiegen zu können. Ich bin auch gespannt, ob wir unsere Waffen verbessern können. Was ich mal probieren wollte, Prost, ja, trink mal was. Ist klug. Ist gescheit. Oh, die Fische. Diskusfisch nehmen. Ah, den habe ich da drüben hingeschmissen. Wow, ich kann den nicht essen, glaube ich. Ist der kaputt? Jawohl, jetzt geht was. Gekocht. Mahlzeit. So. Und hier ein Fischi. Ich wollte den eigentlich braten, aber wurscht. Was wir haben, haben wir. So. Wir könnten auch wieder Fleisch gebrauchen. Fischi braucht noch ein bisschen. Ich habe auch gerade Sorge, wenn ich jetzt da in den Wald reingehe und mir unsere Stecken hole, dass dann diese Ureinwohner kommen, weil die Stecken müssen... Aha, ich bin voll, okay, warte mal. Ich muss mal Sachen ablegen. Das ist... Schlimm ist das. Echt schlimm. Ich vergesse immer, mein Inventar zu entmüllen. Das legen wir gleich in die Stockerl-Dingens. Und hier, Fischi braucht noch ein bisschen, okay. Hoffentlich geht's das jetzt aus. So. Die kleinen Stöckchen werden wir auch hier in unser Stöckchenlager geben. Hineinlegen. Zwei. Mhm. Das waren sehr viele jetzt. Alter Schwede. So. Fischi, wie geht's dir? Gekocht. Essen. Mahlzeit. So. Energie kriegen wir zurück. Geistige Gesundheit plus 5 sogar. Das ist cool. Also der Fisch scheint ihm geschmeckt zu haben. Das freut uns. So. Das kommt zurück hierhin bei die Stöckchen. So, rein Stöcki, Stöck, Stöck. So. So, ungebetene Gäste haben wir hoffentlich nicht. Kann ich hier da rauskriechen? Nein. Okay. Dann müssen wir hier so rum.
wieder darauf achten, dass uns keine böse Spinne beißt, weil dann haben wir wieder eine Vergiftung. Und ganz dringend mal Bananen essen. So, nom nom. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so eine Kakaopflanze, da könnte man Schokobananen machen. Das wäre auch lecker. Lecker, lecker. So. Wie schauen wir aus? Falle ist noch scharf. Wie schauen wir gesundheitlich aus? Ja, ist eigentlich in Ordnung. Wo ist die Spinne? Da. Stirb! Ah, ich bin schon wieder müde. Ah, den nehmen wir noch mit. So, für das Dach da drüben. Da ist noch eins. Hat das? Ja. Ich bin schon wieder müde, es ist ein Wahnsinn. Ist schon wieder Schlafenszeit. So. Geht schon? Oh Mann, ey. Der Typ, ne? Du machst mich fertig. Jetzt. So. Was? Wir sind gerade so nicht zusammengebrochen. Oder doch? Das ist gerade ein bisschen buggy. Wir haben schon wieder irgendwas am Fuß und der Party schon zu Ende. Das ist unglaublich. Was haben wir schon wieder für Probleme? Schon wieder so ein Wurm. Den behandeln wir noch schnell und dann, ja. So. Und so. So, ist das jetzt gut? Ich hoffe. Wir schlafen noch mal eine Runde, damit es wieder morgen ist. Und dann hauen wir die zwei Bananen. Also dann beenden wir den Part. Oder ich könnte es gleich machen. Beenden wir den Part, dann gehen wir die zwei Bananenblätter nächstes Mal dorthin zu unserem Haus und so weiter. Ich werde nie mehr fertig. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.